Jedes Märchen hat eine Moral, doch wenn selbst die Figuren des Märchens diese nicht kennen, braucht es eine Waldhexe, ihnen die beizubringen. Wir tauchen heute in eine leicht morbide wie skurrile, aber dennoch schöne Welt ein. Die Rede ist von Witchwood, welches von Alien Trap und Whitethorn Games am 9. Dezember herausgebracht wurde. Das RPG-Adventure ist für PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch verfügbar. Als Sprachen stehen Englisch, Japanisch und Chinesisch zur Auswahl, eine deutsche Übersetzung gibt es aktuell leider nicht. Wir beginnen unser Abenteuer als eine leicht grimmige Hexe. Unser gemütliches Nickerchen in unserer Waldhütte wird von einer dämonischen Ziege gestört, welche noch eine kleine Rechnung mit uns offen hat. Scheinbar haben wir mit dem Wesen einst einen Vertrag abgeschlossen, an den wir uns aber nicht mehr so recht erinnern können. Da die Ziege nicht im Traum daran denkt, uns auszuhelfen, bleibt uns nur eins: Wir müssen das Geheimnis selbst lüften. Nachdem wir einen Schrein öffnen, in welchem eine schöne Maid im ewigen Schlaf liegt, tun sich noch viel mehr Fragen auf. Um das Rätsel um die schöne Frau, die Ziege und unsere Vergangenheit zu lösen, begeben wir uns auf eine lange Reise durch Wälder, Felder, Berge und Meer, wo viele sonderbare und exzentrische Kreaturen und ihre Probleme auf uns warten. Witchwood ist ein Crafting-Abenteuerspiel, was bedeutet, dass das Sammeln einen großen Bestandteil des Spiels ausmacht. Mit dem ganzen Loot kannst du verschiedene Zutaten, Tränke und Objekte herstellen, mit welchen du die Probleme der Bewohner lösen kannst, welche wiederum dir bei deiner Reise weiterhelfen. Neben den Bewohnern gibt es auch Kreaturen, die einem eher feindlich gegenüber eingestellt sind und sogar als Monster eingeordnet werden könnten. Allerdings ist Kampf kein Bestandteil von Witchwood. Erkundung, Crafting, Quests, märchenhafte Geschichten und das Genießen der besonderen Mischung aus Gemütlichkeit und Grausamkeit sind, was das Spiel wirklich ausmacht. Und wenn dir jemand nicht passt, verwandelst du ihn halt in einen Frosch, wenn er es anders eben nicht lernen will. Ich bin jedoch immer wieder überrascht, wie die Tiere platzen, wenn sie in eine Falle laufen. Zwar sind manche Rätsel in den Quests etwas knifflig, aber alles kann mit Geduld und ausführlichem Erkunden super gelöst werden. Der Schwierigkeitsgrad von Witchwood ist meiner Meinung nach eher einfach. Da es keine Kämpfe gibt, kommt damit auch keine zusätzliche Schwierigkeit dazu. Witchwood spielt in einem ausdrucksstarken Land mit gotischen Fabeln und Märchen. Entsprechend farbenfroh und stilistisch ist auch der Grafikstil, der an ein interaktives Bilderbuch erinnert. Die fantastischen Kreaturen und die besonderen Charakterdesigns gefallen mir persönlich extrem gut und der Soundtrack ist super entspannend, womit der Look des Spiels wunderbar ergänzt wird. Meiner Meinung nach eignet sich Witchwood für jeden, der ein entspanntes Setting sucht und ebenso gemütlich angehen möchte. Da Sammeln und Erkunden eine Kernmechanik sind, kann das Lösen der Rätsel nämlich auch mal etwas länger dauern. Viel Action ist zwar nicht zu erwarten, aber tolle Erzählungen, die sowohl visuell, aber auch viel über den Text vermittelt werden, sind mit dabei. Fans von Märchen sind bei Witchwood auf jeden Fall gut aufgehoben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder hier. Bis dahin, eure Kuakuma.